Es würde Wenn nicht mal da die Hälfte keine. dahin gehen, wenn da keine großen YouTuber wären. Das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Und weißt du was? Ich find's besser. Hey, Ja. es steht dreimal das gleiche Auto rum und ich habe keine Ahnung, welches davon meins ist. Okay, eins ein Spoiler, das ist nicht meins, das ist meins. Naja, die würde sich nicht finanzieren, da hast du schon recht. Weil ja dann nicht so viele Interessenten kommen. Die meisten gehen ja nur hin, damit sie irgendwie jemanden treffen. Ja, ich finde das sowieso übertrieben, wie auch was für ein kleines Areal das ist und wie viele Menschen da. Also ich weiß, wie es dieses Jahr war, aber ich weiß, was letztes Mal richtig überfüllt. Das war hier schon überfüllt. Du bedenkst, also bei denen gab es diesen Vlog und die waren ja. Boah, was war das? Die laufen, da gibt es so einen Platz auf ihr, da gibt es oben so ein Ding. So sozusagen einen Laufsteg. Oder Laufsteg ist schlecht gesagt. Ich weiß, was Also du einfach meinst. für die VIPs, wo die durchlaufen können und unten sind die Leute. Ja, Und ich weiß sobald die trotzdem, gelaufen was du sind, ging meinst. da das Geschrei los und alles bla Ja, bla das bla. ist echt was. Also, das kannst du echt schon vergleichen, wenn da irgendwelche Musikstars irgendwo hinkommen, ne? Ich meine, es ist nicht ganz so schlimm von Presse und so, ne? Aber von den Fernsehern schon. Ha. So, gucken. Nein, 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 nein. Raus da, raus da, raus da. So, weil da, Niklas, was dich gerade wunderst, auf Livestream ist oft das Problem, damit die Autos das Radio voreingestellt haben, die. Was kriegst du diese Woche in Nein, nein, Lohn? nein, nein. Sei leise. Danke. Ja, und dann hast du GEMA. Genau. Und das ist die Scheiße, weil da läuft jetzt dann gleich immer I Love Radio und so ein Scheiß. Das hat auf I Love Radio. Okay. Da ist nix. Nein. Da kommt. Geh da rein. Das ist der Schmo-Tor. Ist das schlecht? Ah ne, baue ich gerade. Gibt's Oh, da ich keinen? nehme mal nicht zu der Uhrzeit auf, wo man Licht braucht. Was ist da los? Gibt's da auch Keybinder? Bestimmt, ich hab keinen. Der Keybinder ist echt cool. Es gibt für alles einen Keybinder. Übrigens hat sich meine Theorie nicht bestätigt. Was? Meine Theorie hat sich nicht bestätigt. Welche Theorie? Dass die Personen die Fahrzeuge von links nach rechts benutzen, weil man allgemein in der Region von den Ländern, wo wir hier leben, alles von links nach rechts macht. Lesen, schreiben und sowas. Das Wichtigste halt, ne? Ja. Also dachte ich, fangen die Leute beim linken Auto an und arbeiten sich zum rechten vor. Also dürfte ich ja beim rechten, wenn ich da mal das Radio ausschalte, das Radio auch ausbleiben, weil keiner einsteigt und das Radio anmacht. Also entweder ist der gerade zufällig mit dem ganz linken gefahren ist vor mir, hat das Radio ausgemacht. Und der mit dem ganz rechten gefahren ist, weil sonst kein anderes da war, das Radio angemacht. Oder ich bin einfach nur ein schlechter Theorienaufsteller. Du bist ein schlechter Theorienaufsteller. Hast du nicht auch vor, auch wieder auf den Server zu spielen, Niklas? Weil ich brauche Geld. Ja, habe ich Wirst du doch bestimmt vor. ein bisschen was geben, oder? Ja, vielleicht. Habe ich eigentlich in den nächsten Tagen vor, ja? Das finde ich gut, weil das Problem ist, ich habe nicht dran gedacht, mir am Anfang ein Bankkonto zu machen. So. Also brauche ich jetzt 1200 Euro, um mein Bankkonto einzurichten. So, ich habe aber kein Geld auf der Hand, aber ich habe irgendwie 30 oder 40 auf dem Bankkonto. Ich kann aber nichts abheben, solange ich ein Bankkonto eingerichtet habe mit 1,2k auf der Hand. Und das ist echt nicht so schön. Musst du ja einen Kredit von jemandem nehmen. Ja, ich wollte schon, aber wo ich das letzte Mal da war, da haben die sich nur gegenseitig abgeschossen. Und ich hatte Angst, dass ich auch sterbe. Also. Nee, Das kostet noch ich mehr. habe schon jemanden, der mir was geben will. Wie dieser Krankenversicherung und so, ne? Das weiß ich nicht. Na, du Es ist brauchst ja eine jetzt ganz viel. Krankenversicherung, Es ist soweit ja ich jetzt weiß. ganz viel geändert worden. Ja, durch den Hacker, oder? Das weiß ich gar nicht, wie viel Vermute da. ich. Ich denke, so stark war es gar nicht. Ich denke, das war einfach nur allgemein, dass die dann sich mal ein paar Updates gekümmert haben. Ja, aber ist das immer noch mit den Kiddies so schlimm? Was meinst du? Ja, dass du sofort umgebracht wirst, wenn du irgendwie was Falsches sagst oder irgendwie so. Da war doch was. Also, Echt? was der Auslöser war, dass ich nicht mehr auf dem Server gespielt habe, war, dass du stoppst ganz normal, ne? Und dann, habe ich mit dem Mate, aber schau, der ist ja nicht gerade Ich werde verfolgt. klein. Der ist ja nicht gerade klein, habe ich dann jemanden umgefahren aus Sinn, ist dann sein Kumpel hingekommen, hat mich die ganze Zeit abgeschossen. Stimmt, das kenne ich. Weiß ich nicht. Ich habe Und jetzt, dann bin also ich ich wieder habe jetzt hingekommen, hat die. er mich wieder umgebracht. Dann bin ich wieder hingekommen, hat er mich wieder Ich umgebracht. weiß, Also. was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Also habe ich jetzt bei mir nicht gemerkt. Also ich habe jetzt auch die ersten 2 oder 3 Spielstunden. Aha. Und ich bin noch keinmal getötet worden und so. Ich versuche jetzt auch erstmal, so wenig wie möglich getötet zu werden. Und also keine Kills und keine Deaths ist mein Ziel. Das wird aber früher oder später, wenn ich dann meine Straßfraktion. Keine Gang, das werde ich jetzt mal eins ausdrücklich sagen. Ich werde nie in eine Gang gehen. Ne? Warum? Nie. Ich mag Gangs nicht.
Das mag ich einfach nicht. Gefällt mir nicht. Nee. Oh. Nee. Also ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal Medic oder Oamp gehen. Das wurde mir nämlich als Tipp in die Kommentare geschrieben, dass ich das mal machen sollte. Oder Medic, ja, habe ich auch gerade gelesen. Ja, Medic oder Oamp. Ja, Oamp finde ich cooler. Ja, ich werde mich einfach mal für beides bewerben und gucken, wer mich zuerst annimmt. Ja, wir zum Anfang Level, wenn du Level... Ja, 3 oder glaube ich. Kannst du ja mal kurz nachgucken, oder? Boah, das ist bei Dings so extrem. Bei RPG City, da kannst du ab Level 9 erst in Verwachse wandeln. Echt? Yep. Ich dachte, Level 9, war auf RPG nicht Level 9 FBI? Ja. Und dann... Ja, aber die anderen gibt's ja schon früher. FBI... Nee, das ist genauso. Okay. Was sollte ich gucken? Ab welchem Level, okay? Genau. Oh, da muss ich mir erst einloggen, aber ich glaube, mein Account im Forum müsste noch da sein. Ja, die Forum-Accounts sind noch da. Ja, ist noch da. Da habe ich ja mal einen Bann-Antrag schreiben müssen. Echt? Warum? Ja, weil ich bin ins Ding reingegangen, ins Paintball. Du bist gebannt worden, ne? Und dann bin ich gebannt worden wegen Waffenhacks. Allerdings bin ich hier gerade ins Paintball rein, habe ich Waffen bekommen. Ja. Da wahrscheinlich. Hey, Staatswesen, was willst du? Oamt. Medic oder Oamt? Kannst beides mal nachgucken. Ich glaube, beides sind Level 3. Sein anderes Ordnungsamt. Bewerbungen. Gucken wir mal. Neuheiten und Ankündigung. Arbeitsvertrag. Inaktivitätsformular. Was? Bewerbung. Mindestvoraussetzungen. Genau. Du musst 15 Jahre sein. Bin ich. Du musst Level 6 für sein. Für O-Amt. Für O-Amt, ja. Du musst Level 6 sein. Ach, schieß mich. Du darfst keine Fraktionssperre besitzen, du darfst keine Strafpunkte auf deinem Führerschein haben, okay, du musst alle verfügbaren Lizenzen haben, du musst teamfähig sein und diszipliniert, du musst TeamSpeak 3 und ein funktionstüchtiges Headset besitzen, du musst was mindestens ist, zwei Wochen... Was ist, wenn ich ein Mikro sein? Und ein Headset besitze? Haha. Du musst ein Numpad besitzen, du musst eine sehr gute Fahrweise besitzen. Okay, schau Medic. Alter, das war auch so passend gerade, ne? Du so... man muss eine gute Fahrweise besitzen und ich war ein Unfall. Hey, das ist was für mich, lass das machen. Meeting Information, Medic. Ja, wo steht das hier? Die Mindestvoraussetzung. Oh, es gibt Fallschirme auf dem Star Tower. Erstmal Fallschirm springen. Ja, das war. Da gibt's auf vielen Servern. Aber ich kann keinen aufheben. Hallo? Du musst nur durchlaufen, oder? Nein, das funktioniert nicht. Da steht aber nicht, was Dings ist. Keybinder, Skinregelung, Fahrzeugregelung, Kündigungsfeuerungsgründe, Abmeldeformular, Bewerbungsrunde. Bewerbungsrunde. / help. Informationen zum Status, Bewerbungsvorlage, Mindestanforderungen. SAMD. Mindestens Level 4, alle Scheine besitzen, keine Waffenscheine. TeamSpeak 3 brauchst du. Und mindestens 1-2 Stunden aktiv, keine Abinfanung, mindestens Alter 14 Jahre, kein DMler oder SDMler. Du hast den Willen, länger in der Fraktion zu bleiben, du bist gehorsam, okay, und ganz gut. Ich habe keine falsche und bin vom Haus gesprungen. Du besitzt die nötige geistige Reife. Ja, ich hab doch den Neulingsschutz, ich lebe! Ich bin unbesiegbar! Ey, das ist nicht zu fassen. Hab ich ein Glück, Mann. Ich dachte, jetzt habe ich echt gerade meinen ersten Tod einfach so leichtsinnig aufs Spiel gesetzt. Kein Problem, ich weiß, was ich kann. So, ich guck mal kurz bei Stats, wie lange ich jetzt eigentlich schon spiele. Respekt, Bonne 2 von 4, in 5 Minuten habe ich 3 von 4. Ho, ho. Das habe ich nicht verstanden. Hat das irgendeinen Zusammenhang mit dem Spielgeschehen gerade oder nicht? Kann das sein, dass ich mein Spielgewehr aufgehängt hat? Dachte, du bist im Internet und guckst nach Medic. Hab ich. Na. Und Staatsfraktionen wie Polizei und so? Warte. Ja, das FBI? LSPD? Polizei. Oder irgendwas. Army. LSPD? Gibt's da was wie eine Grundwehrausbildung oder so? Leck mich, LSPD. So. Mindestens 14 Jahre, Level 6, keine Funktionsschwäche, keine Strafpunkte, alle verfügbaren Lizenzen, auch Waffenscheine, du bist diszipliniert. Du bisher beherrschst die deutsche Rechtschreibung, du besitzt einen guten Schussskill, Fahrskill. Okay, Army? Army. Militär? Ja, genau, kommt das gleiche raus. Ja, kommt das gleiche raus.